Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Blitz und Donner im hohen Norden gegen. Maschinenwesen Aktivierung. Genau, wieder ein neues Deck wurde zusammengestellt. Ja, ich bin gespannt. Ich wollte die immer mal ausprobieren, also habe ich die im Hintergrund immer so gesammelt und jetzt ist mir aufgefallen, dass dieses Deck von dem Event, das hatte ich beinahe fertig, ne? Und ich bin echt gespannt, wie das jetzt performen wird, weil obwohl es kein Extra-Deck hat, ich verspreche, das Ding haut rein. Oder auch Okay. nicht, wenn ich diese Hand sehe. Okay. Obwohl, ja. Ist okay, damit kann man leben, damit kann man arbeiten. Dann, ja. Aktiviere ich erstmal den Topf der Begierden. Ja. Ich habe jetzt einen neuen Rahmen, neues Profilbild und diesen komischen Typen da mit seinem Lagerfeuer. Der Totenkopfdiener. Ich muss sagen, der Archetyp von dem ist ziemlich heftig. Ich habe einen zweiten Account, da benutze ich den. Eigentlich ein ziemlich heftiger Gegner. So. Ich kann Ja. jetzt ein Maschinenwesen abwerfen, um mir zwei weitere Maschinenwesenkarten auf die Hand zu holen. Und dann habe ich jetzt noch diesen Ring der Zerstörung hier als Feldding. Habe ich aber bei jedem Deck hinzugetan, der Ring der Zerstörung im Deck hat. Und weil ich Maschinenwesen-Ersatzöffner durch einen Karteneffekt auf meine Hand geholt habe, aktiviert sich sein Effekt und ich kann ihn direkt spezialbeschwören. Und jetzt, weil er spezialbeschworen wurde, kann ich ein Maschinenwesen auf meinen Friedhof legen. Man merkt, ich habe das Spiel schon mal, ich habe das Deck schon mal gespielt. Ah ja. Und jetzt aktiviere ich noch einen interessanten Effekt, und zwar Maschinenwesen Festung. Ihn kann ich auch auf das Feld spezial beschwören, indem ich Monster mit mindestens zusammengerechneter Stufe von 8 oder mehr von meiner Hand ablege. Und das Gute ist, er zählt auch als Material. Kann ihn quasi mit seinem eigenen Effekt beschwören. Dann lege ich noch zwei Karten erstmal verdeckt. Und beende meinen Zug. Okay, Bewaffneter Drache. ja, der Donnerdrache. Nee, da steht bewaffneter Drache. Lüg doch nicht. Aber da steht doch Donner mit dem Namen. Bewaffneter Ja, Drache aber Donner. auf dem Feld bekommt er halt nur den bewaffneten Drache Level 3 Namen. Gehe ich dann noch mal eins höher? Warte mal, ich warte, ist das? Oh. Ach, reicht ja schon fast gar nicht. Okay. Der Level 5er und der Level 5er, der Friedhof liegt. Ja, okay, nehmen wir den auf die Hand. Ich sage mal, das verhindere ich. Okay, kein weiteres Level up. Nicht heute. Du willst gar nicht wissen, wie häufig ich diese Fallenkarte im Event gesehen habe. Nein, macht eigentlich keinen Sinn, das jetzt zu machen. Du wirst stärker. Ja, das lässt sich, kann sich doch sehen lassen. 500 Angriffspunkte mehr, holla die Waldfee. Legen wir das da noch hin. Wen mach ich jetzt kaputt? Der. Warte, der andere, der kommt ja, kann ja wiederkommen. Aber gut, du kannst nicht unbedingt immer die Ressourcen dafür zahlen. Aber was machst du da? Der Ersatzöffner hat Ich seine ziehe Pflicht weiter bereits durch. getan.
Dann schauen wir mal. Traust du dich anzugreifen? Was habe ich da eigentlich verbannt? Also das geht erst ins Deck und das geht dann auf. Okay. Oh. Sehr gut. Ich merke gerade, wie sehr dieser Topf der Begierden wehgetan hat. Ich habe 4 Karten verbannt, die ich nur einmal im Deck habe. Was ist das denn? Das sind, glaube ich, alle, die ich nur einmalig habe. Ah, du machst das. Ja, gut. Ja, ich greife an. Wieso? Verstör ihn doch, wenn du nicht traust. Ja, tue ich. Aktiviere ich halt seinen Effekt. Ach, scheiße. Und zerstöre dich? Nein. Tja. Naja. Gut, wusste nicht, dass er das auch noch kann. Wollte nur sicherstellen, dass du ihn vielleicht nicht nochmal beschwören kannst, weil du nicht genug Stufen in deiner Hand hast, wer weiß. Vielleicht habe ich ja genug Stufen in meiner Hand. Ja, das. Aber dann hast du keine Hand mehr. Ach du. Ah. Hände sind überflüssig. Mach das. Dann haben. Nein, macht keinen Sinn, da habe ich ja nichts mehr. Wieso, was hast du denn da? Wieder ein Drachenmonster, ist die Wulanpelle, dann 2 Karten auf dem Spiel für zerstöre sie. Ja, gut, es hätte dir jetzt nicht wirklich was gebracht. Denn. Ja, dann wäre das Feld halt leer. Was sonst? Ich verbanne mal eben 3 Monster von meinem Friedhof und hole die Karte, die ich. Och, nichts weiter außer Maschinenwesen Ruinierstreit macht. Der ruiniert mir jetzt den Tag, oder? Ja, so ungefähr. Aber vorher tue ich noch ein bisschen upgraden. Und weißt du was? Ah ja. Weil es so schön war. Weißt du was? Ich finde. Manchmal muss man auch mal sein Limit brechen. Ach nee, begrenzt ein Ferner. Das bist sehr viel ATK. Das war mal eben 11.600 ATK. Ich sag ja, das Deck haut rein. Ja. Ja gut. Da hatte ich jetzt eine Woche ein bisschen Glück mit der Hand. Das Deck kann ziemlich eklig bricken, muss ich gestehen. Ah ja. Aber. Okay, ich bin Erster. Warum bin ich denn Erster? Das hilft mir doch gar nicht. Der sagt Hallo. Oh, eine Bulldogge. Gilt das? Ah. Ich find's ja echt schade, dass dieser ganze Level-Archetyp quasi von der Bildfläche verschwunden ist. Gerade die Schweigsamen Magier und Schweigsamen Krieger, die fand ich eigentlich immer ziemlich interessant. Ich meine, es gibt da Retrains, aber die sind halt keine Levelmonster mehr da. Ja, das ist so ein. Die sind quasi nur so eine. Wie nennt man das? Eine Referenz dazu, aber jetzt nicht wirklich die Karten, wie man sie kannte. Ich glaube, sie synergieren aber trotzdem mit den anderen so ein bisschen. Bin mir gerade nicht mal sicher, wie die Effekte da waren. Okay, was kann ich denn hier alles machen? Hoffentlich den nicht töten. Der soll da liegen bleiben. Ach du, das Versprechen kann ich dir nicht geben. Oh nee. Tu ich mal ein bisschen Absicherung auf das Feld legen. Absicherung. Ah ja. Können Monster des Gegners. Monster. Nee, als Ziel für Angriffe wählen. Oh. Auch nicht für Karteneffekte. Yep.
Kann man zerstört werden. Dann werfe ich mal Maschinenwesen Metallsack Thatcher ab. Okay. Wie sitzt die Frage? Ist dieses Buffen deines Monsters damit einer Zauberkarte ein Schnelleffekt? Ja gut, du könntest noch irgendwas haben, womit du dich stärker machen kannst, ne? Aber, weißt du, ist mir egal. Ich hab eine Kanone, was hast du? Aua. Ich habe bewaffnete Drachen. Er ist doch nicht mal bewaffnet. Doch. Womit denn? Mit seinem Stolz? Seine Würde kann es nicht sein, die habe ich gerade favorisiert. Naja, kommt noch ein zweiter aus dem Deck. Das ist natürlich nicht gut. So. Damit du den... Mal gucken, ob das klappt. Ja, das klappt. Was? Damit du den Effekt deines... In der Dwarf-Face. Genau. Damit dass du den Effekt nicht nutzen kannst. So, böser Finger. Ja, der ist definitiv nicht so nett, der Finger. Drücken wir trotzdem mal ja. Nein! Ach scheiße, er tributiert sich ja davor! Warte mal, ich glaube, dadurch geht das, oder? Ach nee! Ach nee, weil der Effekt auch im Friedhof negiert wird. Es gibt so eine richtige... fiese Strategie. Es gibt ein paar Monster, die sich halt mit ihrem Effekt auf den Friedhof legen, um dann so halt irgendwie Field Negation zu entgehen. Das ist echt eklig. Ja, aber das kannst du beim Grabgerufen nicht machen, weil es ja quasi jedes Exemplar der Karte überall negiert. Also, ist ja quasi egal, wo die ist. Das ist ein besonderer Fall. Ich hatte das halt mit den Kubik-Monstern. Die können diese Kubik-Marken auf Monster ablegen und dann quasi so damit die Effekte negieren, aber dann hat ein Stern... Ich hatte mal was Witziges... Also das hat eigentlich nichts damit zu tun, aber in meiner Pendelscale hatte ich den einen, weiß ich gar nicht mal, diesen roten Magier, der Monster eine Karte zerstören kann, eine offene, wenn er kaputt geht. Und da habe ich das gemacht, da hat der Gegner das negiert, aber er hat es negiert und die Karte zerstört auf ein Extra-Deck. Dann ging die ins Graveyard und dann kommt der Effekt dann nochmal. Nicht schlecht. Das ist schon witzig, ich wusste nicht, dass das so miteinander interagiert, aber naja, wurde ja immer noch zerstört. Das ist ja nicht once oder so. Aktiviere ich mal hier den Effekt. Oh, was für eine schöne Combo das ist. Und wir holen uns ihn mal aufs Feld. Ja. Soll ich das machen? Das hoffentlich kriege ich vielleicht das nächste, das heißt der Pendeldeck ist fertig. Ich spiele ja eigentlich gerne. Ja, ich fand Pendel am Anfang, ich gehörte zu den Typen, dass alles was Neues war schlecht. Aber ich muss sagen, seit ich Master Duel angefangen habe, Pendel wird immer und immer interessanter. Ich meine, ich habe mir gedacht, das ist aber broken. Ich mag Dinge, die broken sind. I see broken, I click. Ja, genauso broken wie meine Maschinenwesen-Zitadelle. Mal sehen, wie du ihn besiegen kannst. Okay. Nope. War das ein Wort? Vielleicht? Ich bin jetzt nicht sicher. Das hört sich sehr beunruhigend an. Ja, gut. Machen wir mal runter weiter. Ja, wohl oder übel. Okay. Jetzt wird die ATK nicht verdoppelt, okay. Kein Begrenzer entfernen. Ey, den bewahre ich mir noch auf. Sobald du so 100 Lebenspunkte hast oder so. Ja, genau, dann ist auch notwendig. Okay, ich weiß nicht, ob du was hilfst, aber du kommst aufs Feld. Und dann kommt der da vom Friedhof. Das kann nicht sein. Vielleicht. Okay, tut er. Oder auch, kommt er? Geh mal ich da. Weiß nicht. Kommt er? Ja, da steht kommt er. Kommt er? Ja, da ist er.
Ja, ich eher. Ach, ihr seid ja beide zu schwach und warte mal. Ich darf dich doch nicht mal angreifen, habe ich richtig kapiert? Inwiefern mich angreifen? Solange du ein Maschinenmonster der Stufe 7 oder höher kontrollierst, können Monster deines Gegners Maschinenmonster der Stufe 6 oder niedrig. Ach so. Ach so, du beschützt die kleineren. Ach so, rum ist das okay. Ich dachte einfach, die höheren würden beschützt werden, so mäßig. Man kann einfach gar nicht angreifen, aber okay. Habe ich da falsch verstanden? Die Zauberkarte, der Sinn der Zauberkarte ist es, meine schwachen Monster so lange am Leben zu halten, bis sie ihre Effekte getriggert haben, um die Großen aufs Feld zu holen. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Das würde ich nicht überleben. Sage das war da mehr. Selben Grund. Und wäre das der Fall? Nein, nicht. Weißt du mir irgendwas? Kriege ich diese Karte auf die Hand? Die darf dann, glaube ich. Dann kriege ich ein Monster mehr. Wenn ich noch mehr Link Plays hätte. Aber das vielleicht. Ja. Links? Ach ja, da habe ich ja auch. Moment. Ja, das ist viel mehr. Da dürfte ich nochmal ausrüsten. Ja, keine Ahnung. Link, kennen wir mal. Ja, hallo, geh da hin. Der Romulus. Romulus, was kann der? Sachen. Er kann Sachen, krass. Die Sachen machen. Nein, das will ich nicht aktivieren. Sachen gibt's, die gibt es nicht. Das... Ach so, Hand. Naja, gut. Irgendwie hilft mir das aber auch nicht. Ich habe auch keine Zeit, da was sammeln. Das ist ein bisschen doof. Aber Synchromonster hat mir ja auch nicht wirklich geholfen. Weil da ist ja das Problem, dass der Synchromonster ja Empfänger ist. Dann habe ich zwei Empfänger auf dem Feld, ja geil. Ja. Kann ich ja nicht mal weiter synken. Wir wollen aber nichts anbrennen lassen, deswegen erstmal Topf der Billiarden. Ja, verbanne diese Karten. Oh Gott, ich habe mein Raigeki verbannt. Und mein Begrenzungsentferner. Oh, das tat weh. Ja. Das war richtig eklig. Yu-Gi-Oh! Spieler verbannen ihre Sehende, um zwei Karten zu ziehen. Ich mag diese Zauberkarte einfach gar nicht, aber ich verstehe den Sinn dahinter. Jedenfalls, kannst du was dagegen machen? Kann ich das? Hast du, ist die Frage. Willst du, ist die Frage. Musst du, ist die Frage. Also, wenn ich überleben will, muss ich schon was dagegen machen. Da habe ich die passende Antwort auf der Hand. Okay, dann wird er wieder stärker. Richtig, mit 1200. Wieder stärker, dann wieder schwächer. Und das ist dann nicht genug zum Sterben zumindest. An sich nicht, nein. Geht. Hä? Warte, du kannst ja abwerfen und da kommt sofort wieder? Also der Trick, der Gedanke bei dem Ding ist, ich kann das abwerfen, ich waffe eins meiner Maschinenmonsters mit 1200 ATK und wenn das dann ein Monster durch Kampf zerstört, kriege ich den wieder auf die Hand zurück. Ja, toll. Tolle Kombo. Kommt da immer wieder. Kann man immer wieder machen, jeden Zug. So ungefähr, eine Jahre ja. Wieder. Gott, das Christuskind. Ja. Gut, dann, was mache ich? Das ist die Frage. Burn? Ich beschwöre ihn mal. Okay. Er kommt mal aufs Feld. Das hat seinen Sinn, keine Sorge. Okay, dann steht er jetzt da. Ja, der steht. Sehen wir mal. Okay. Kann das helfen? Ich weiß es nicht. Das kann ich doch nicht mal aktivieren, solange ich keinen habe, oder? Bringt mir ja nichts, solange ich keinen bewaffneten Drachen auf dem Feld habe. Nö. Ja, gut, dann holen wir mal einen aufs Feld. Dann aktiviere ich mal meinen Effekt. Was? Ich jag ihn hoch.
Alles klar, ja. Ja, mein Plan geht auf. Weil durch den Karteneffekt eine Maschinenmonster zerstört worden ist, kann ich die Karte auf meine Hand holen. Ja, okay. Das ist wohl möglich. Ja, keine Ahnung, egal. Ach so, deswegen kann ich den jetzt aktivieren, weil der da drin liegt. Du willst ihn zurück ins Deck mischen? Ja, weiß ich nicht. Ich hab einen anderen Plan mit ihm. Ja, also ich finde, er müsste woanders hin. Ansonsten, er geht, glaube ich, auf die Hand, aufs ins Deck kommen die anderen beiden Karten. Dann spezial beschwöre ich mal etwas recht Vertrautes. Und nicht schon wieder den Idioten. Ich hatte gegen einen Typen gespielt, der. Ich hatte gegen einen Typen gespielt, der auch Maschinenwesen genutzt hat in der Kombination mit Endloskette. Und wir hatten, glaube ich, beide am Ende nur noch so 6 oder 7 Karten im Deck, weil wir uns so gegenseitig kaputt gemacht haben. Es hat aber auch einfach nicht aufgehört. Naja. Ich mit ihm. Ja, aufs Feld. Ich könnte die sogar spezial beschwören. Krasse Sache, dann mache ich das mal. Ich hatte, glaube ich, nur einen Gegner gehabt, der bislang an Deckout gestorben ist. Bin ich noch nicht so weit mit diesem Rang oder Titel, den man da kriegen kann. Ja, das habe ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir den hole, ob ich mir da die Mühe mache. Ja, gut. Naja. Genug gepost. Ist halt schwer. Beenden wir das. Solche Deck-Zerstörungsstrategien funktionieren nicht so gut, die Mehl-Strategien. Leider nein. Sehr viele Decks profitieren davon, dass du ihre Sachen auf den Friedhof schickst. Okay. Das läuft doch gut. Ich bin zufrieden. Und du? Warst zufrieden? Ja. So zufrieden damit. Naja. Dein Schweigen spricht Bände. Also ich bin dran, dann kommt ja. Ah. Ja. Da ist sie wieder, die mächtige Bulldogge. Der bewaffnete Drache, Level 5. Der ist auch nicht bewaffnet. Ich würde ihn eher den stacheligen Drachen nennen, aber bewaffnet? Vielleicht ist das einer dieser Drachen, die einfach so in ihrem Kragen so ein Messer versteckt haben oder sowas. Ja, sein Schwanz ist eigentlich ja so ein... Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Morgenstern? Knüppel? Oder... Ja, so eine Art Streitkolben. Oder seine das so Schulter hat ja auch diese Form, wie solche Sterne. Okay, fangen wir mal an. Ich hole die Maschinenwesen Luft, den Maschinenwesen Luftangreifer. Ah, ja. Ja. Der fliegt. Ja, der kann fliegen, ne? Obacht. Laut der allerersten Yu-Gi-Oh!-Staffel müsstest du jetzt, wenn ich dich angreife, keinen Feldbonus kriegen. Ja, den gibt's aber nicht, oder? Es gibt so vieles nicht, oder? Oder meinst du, mein Vulkan hier gibt mir einen Feldbonus? Du müsstest einen eigentlich später so gewinnen nach dem Motto, weil meine Maschinen zu lange der Hitze des Vulkans ausgesetzt waren, schmelzen ihre Metalle und verlieren deswegen Defensivpunkte. Entweder das oder du zerstörst einfach den Mond. Ist dir überlassen. Alter Freund.
Ah, ich liebe das Ding. Ah ja, Wie kann das die denn? Zitadelle. So, ich glaube, ich kann dir jetzt. Kann ich das oder tue Was? ich das? Kannst du was? Ich kann vieles. Ich kann zum Beispiel das. Ach, wirklich? Weiß nicht, ob das notwendig ist. Also, Handhocker von mir. Ja. Dann ist halt auf der Hand. Das liegt doch auf der Hand! Ich verstehe ich nicht. Das, okay, dann pass mal auf. Warte mal, reicht das überhaupt? Nicht, dass ich jetzt wieder von meinem Mathelehrer eine Ohrfeige kriege. Also 1600 sind weniger als 2400, wenn es darum geht. Ja, das werden wir jetzt mal sehen. Ja, also 1600 minus 4200 plus 1200. Das geht doch auf. Naja, so wird ein Schuh draus. Sehr schön. Das ist, aber er soll doch gewinnen. Das sehe ich anders. Ich würde doch nie ein Level-Up kriegen. Tja, ne? Deswegen brauchen Maschinen keine Level. Wir sind die Level, wir kalkulieren das alles. Ja, genau. Taschenrechner. So. Damit ist mein Zug vollendet. Ah, ja. So. Nehmen wir die da. Na gut, wenn du meinst. Ah, okay. Nimm einfach den, ist mir egal. Ich habe keine Ahnung, was jetzt wichtig wäre. Ich meine, die Vanilla-Level-Drachen, die sind jetzt nicht gerade eine große Gefahr. Was versuchst du da? Nee, ja, irgendwas! Also irgendwas ist jetzt schon sehr mutig, aber... Das würde vom Dingens her sogar passen. Würde aber dann wahrscheinlich ein bisschen wehtun. Wie ist das? Nach der Schadensrechner. Ah ja. Also so generell. Aber warte mal, ist die Bedingung dann überhaupt erfüllt? Ja, gut, wenn ich das mache, dann ist sie erfüllt, dann machen wir das. Ui. Ein Panzer der virtuellen Welt. Ja. Das konnte, ja, ja. Das konnte der. Welle, du kannst einmal drei von diese Kadaver hängen, dann wähle ein offenes Monster, das du kontrollierst. Es kann bis zum Ende des Spielzugs, das geht nicht durch Kampf zerstört werden. Einmal pro Spielzug für eine Schadensberechnung, falls diese Karte gegen ein Monster gekämpft, wenn du zwei oder mehr Monster, die beide denselben Grund und in deinem Friedhof haben, du kannst das Monster des Gegners verbannen. Das ist aber unschön. Ja. Aber ich möchte nicht, dass er verbannt wird. Oh. Das ist aber nicht so nett. Aua. Und da muss ich den Schaden aber trotzdem taken. Ja, egal. Mach. Ah, wie er es noch versucht. Obwohl er wissen müsste, es ist aussichtslos. Mach das. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber machen wir es einfach. Warte mal, das ist die falsche Row. Ding. Ding dong, your religion is wrong. Okay, von mir aus machst du das, aber das war eigentlich nicht notwendig. Ich möchte komplette Zerstörung. Komplette Zerstörung. Ah ja. Die Sache ist, dass der Jugend da auf meinem Friedhof ist. Das ist eigentlich gut für mich.
Eigentlich hätte er ja im Banish-Pfeil landen sollen. Aus dem Spiel entfernt. Alles klar. Dann kommt mal eben hier Maschinenwesen Antriebsrahmen aufs Feld. Ich aktiviere seinen Effekt, weil er normal beschworen wurde. Kann ich mir jetzt ein neues Maschinenwesen aus dem Deck holen? Und da hole ich mir selbstverständlich Ersatzöffner. Ah ja. Ich kann seinen Effekt direkt aktivieren, weil er auf die Hand geholt wurde mit dem Karteneffekt. Ich kann ihn spezial beschwören. Und mit ihm wiederum kann ich etwas quasi auf den Friedhof legen. Und das selbstverständlich Ruiniererstreit macht. Und dir ist sicherlich aufgefallen. Ah, es reicht nicht. Okay, dann ist dir nichts aufgefallen. Obwohl, damit sollte es reichen, wenn ich das mache. Okay. Ist alles gut. Alles im Rahmen. Alles im Rahmen. Alles, ja. Verstehst du, Rahmen, weil der heißt Antriebsrahmen. Ja, okay, okay. Ja. Ich aktiviere Maschinenwesen Luftangreifer. Aha. Schmeiße Maschinenwesen, wie heißt der überhaupt? Reservanger auf den Friedhof. Und jetzt habe ich über 12 Level in meinem Friedhof. Was heißt, ich kann die Fortress und den Reservierer verbannen und hole mir selbstverständlich. Ah ja. Ruin Streit macht aufs Feld. Oh, nicht schlecht. Gleich wieder zurück, wo sie hergekommen ist. Dann aktiviere ich mal seinen Effekt. Weil du mit einer Karte, weil er durch einen Karteneffekt zerstört worden ist, beziehungsweise eine Spezialbeschwörung verhindert wurde, kann ich mir Maschinenwesen Citadel aufs Feld holen. Ah, ja, genau. Weißt du was? Weil es im Rahmen des Möglichen ist, okay, gebe ich Maschinenwesen einfach mal so aus Jux. Mhm. Lustig hinaus. War zwar nicht nötig, aber das würde ja wohl reichen. Ne? Nee, er kann nur einfach einmal, wenn er zerstört werden würde, wird stattdessen der Rahmen zerstört. Ach so. Ist quasi eine kleine Protection. Dang. Und auf den Punkt genau. Mein Mathelehrer wird mich heute nicht schlagen. Ach ja. Ja gut, dann bewerten nicht vergessen. Wir machen im nächsten Part weiter. Tschüss.